Ich trödel einfach zu viel. Ja, ich weiß es selber, ich trödel einfach zu viel. Das kann hier hin. Und das machen wir dahin. Klack. Bum, bum. Und los geht das. Das Schöne ist, wir können nämlich jetzt hier hochlaufen. Ohne dass ich irgendwie was machen muss, läuft er da automatisch hoch. Aber eigentlich will ich Endermänner. Eigentlich will ich Endermänner. Da sind Creeper und Zombies. Wieso ist denn das so diesig? Ich müsste eigentlich mal schneller was gucken. Gibt es den noch? Ja, es gibt ihn noch. Okay, ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob wir unseren Waypoint noch haben. Ach, weil es regnet. Deswegen ist es diesig. Aber ich will Endermänner. Es muss doch hier irgendwo Endermänner geben. Da hinten ist das Dorf. Ist hier eine Schlucht? Was ist das hier? Okay, da geht's tief in eine Höhle. Und hier sind wir schon am Wasser. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jetzt hier schön in der Wüste auf Endermänner treffen. Oh, eine Spinne kann über Treibsand laufen, das stört die nicht. Sehr interessant. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Aufpassen, dass ich hier nicht so viel Damage kriege. Da sind sie jetzt aber gerade gekommen, die Viecher, ey. Das Problem ist, man darf sich, wenn so viele Monster kommen, nicht in... Oh, mit nicht in Treibsand befinden. Weil wenn das so ist... Was bist denn du? Oh, von wo kam das? Oh. Nee. Okay, weg. Bin fast down. Ja, wenn du im Treibsand bist, dann hast du halt einfach mal ganz schlechte Karten. Und da ist jetzt ein Enderman, jetzt wo ich fast tot bin. Ganz tolle Nummer. Ganz tolle Nummer. Jetzt wird's hell. Los, heil dich hoch. Heil dich hoch. An den Enderman angreifen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass der uns jetzt einfach mal nackig macht. Ich will die Enderperle, Idiot. Da ist er. Komm, ich will da hinten, will ich nicht rein. Ist das ein anderer? Idiot. Oh, Hühnchen. Och. Ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwo hier spawnt, wo er dann, ich verstehe das nicht, wieso verliert denn der so schnell die Aggro? Verstehe ich nicht, wo ist er? Wow. Hat er was gedroppt? Natürlich nicht, oder? Hat er was... Ja doch, er hat eine Enderperle gedroppt. War jetzt aber auch eine schwere Geburt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es ist auch... Naja, egal. Wir haben eine Enderperle gekriegt. Das hat sich doch schon gelohnt. Das hat sich doch schon gelohnt. Seht das? Ich springe nicht mehr. Und deswegen sind diese Stiefel so geil.
Deswegen sind diese Stiefel so geil. Jetzt haben wir ein bisschen was an Zeug, haben wir. Eigentlich muss das hier unser Fleischgedöns werden. Ich glaube, ich werde hier oben nochmal welche hinsetzen müssen. Okay, dann haben... Quatsch, Quatsch. So, das kommt hier mit hin. Und der ganze Kram kommt erstmal nach unten. Der kommt erstmal nach unten. Wir hatten ja hier so Zombiehirn, verrottetes Fleisch. Sieht auch aus wie ein Gehirn. Faden kommt hier nicht hin. So, haben wir hier auch Federn drin? Nee. Packen wir die hin? Gute Frage. Ups, die Enderperle kann aber hier rein. So, die kann auf jeden Fall hier rein. Das kann. So. Klack. So, wir machen hier fleißig weiter unsere Holzkohle, ne? Wir haben so viel Holz. Da ist es überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, ich schmeiß die Feder erstmal hier mit rein. Einfach nur, weil ich es nicht besser weiß. Okay. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Ach, genau, was ich auch mal testen wollte. Was ich mal testen wollte, dass ich kann erstmal alles rüber. Bist du jetzt eigentlich durch? Ach, der ist nicht fertig geworden, hier nicht ganz. Und deswegen macht er hier nicht weiter. Irgendwo Eisen drin? Nee, ne? Okay, dann bauen wir das kurz mal ab. Und, nee, und setzen es wieder hin. Da sollte ich auf jeden Fall das auch mit abbauen. Sonst. Wo ist es denn? Ach, ich hab's eingesammelt. So, weil sonst fängt er genau sofort an. So, was ich probieren wollte, genau, ich wollte das hier mal testen, ob wir dieses klare Glas auch mit der Säge bearbeiten können. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich hoffe, ja, es geht. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, es ging nicht mit dem Schüssel, ne? Das ging, glaube ich. Ups, nicht. Wenn man schüsselt und dann sagt hier. Nee, genau, das geht nicht. Okay. Diese Krone sieht ja verboten aus, ey. Ja, wie gesagt, eigentlich würde ich gerne echt auch unser Haus noch ein bisschen größer machen. Mit dem Schüssel und mit der Säge können wir da echt einiges machen. Aber. Oh, das war blöd. So. Ist hier oben was los? Ist hier oben Action? Okay. Und ein bisschen durch die Gegend will ich ja auch. So. Vielleicht ziehen wir dann doch mal ein bisschen los und gucken noch mal nach Meteoren und alle so im Kram und was man nicht noch alles finden kann. Ach ja. Ach, wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun, wobei mir jetzt gerade was ganz Spezielles vorschwebt. Und zwar, wir haben ja unsere Rüstung jetzt gemacht. Und ich glaube, hier war das drin, ne? Es gibt so ein geiles Update. Nee, nicht Update, Upgrade für unsere Flügel, glaube ich. War das hier mit drin? Was ist denn das? Okay, schwerer zu treffen. Okay, unsichtbar. Hier, ach, genau, das ist das Problem. Ich glaub, wir brauchen für den Feather Fall, den würde ich gerne haben, brauchen wir aber, glaube ich, Schleim.
brauchen Schleim, das hier oben und ich weiß nicht, ob das hier nochmal eine Enderperle ist, aber ich glaube ja. Aber ich glaube, das Problem ist der Schleim. Das heißt, wir müssten vielleicht mittelfristig dann doch mal in eine Höhle gehen und hoffen, dass uns da so jemand über die Füße läuft. Genauso wie das hier. Das ist auch ganz cool. Das ist zum auf dem Wasser laufen. Das ist auf dem Boden laufen. Bouncen. Ja, das haben wir schon gemacht. Ja, ach, genau, seht ihr, das können wir auf jeden Fall auch machen, oder? Ich weiß nicht, wie viele Modifier man auf sowas rauf machen kann. Was ist das hier? Double Jump, das wäre natürlich auch geil. Ach so, okay. Das kann man auf all die Dinger rauf machen. Verstehe. Nee, nur auf die Flügel und auf die. Okay, aber auch wieder mit Schleim. Und natürlich mit einer Gasträne. Das ist halt auch so eine Sache. Ach, das war's. Okay. Wonach wollte ich denn jetzt gucken gehen? Wir haben. Irgendwas hatte bei mir gerade gesagt, ich muss mal unten das und das gucken gehen. Was war's denn? Ach so, genau. Ich wollte gucken, ob man. Nein, dich lasse ich gleich hier. Ob es eine Anzahl an Modifiern gibt, die man quasi auf einen Rüstungsgegenstand raufhauen kann. Da muss ich doch mal kurz gucken. Modifier 3 Stück. Okay, cool. Gut, das bedeutet für mich, wir machen auf jeden Fall Mossstone. 3 Stück brauchen wir. Die machen wir auf jeden Fall noch mit drauf. Das kann nämlich nicht schaden. Quatsch. 1, 2. Und 3. Einmal müssten wir am Start haben. Haben wir. Ach genau, ich wollte ja noch Lava holen gehen. Das wollte ich ja auch die ganze Zeit machen. So, dann nehmen wir uns das hier raus. Und wir nehmen uns die drei Eimerchens raus. So, klack, klack. Und dann machen wir das mal schnell. So. Nee, das war Quatsch. So. Und so. Und so. Das kann hier hin. Genau. Dann machen wir uns nämlich jetzt mal auf die Schnelle 3 Mossstones. Und dann haben wir nämlich unsere Rüstung. Haben wir dann nämlich safe. Dann geht die hoffentlich nicht mehr kaputt. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also, ja gut, wir haben ja jetzt mit unserer Kuhfarm, könnten wir sie jederzeit wiederholen und wenn wir regelmäßig farmen gehen, dann haben wir auch immer genug Alu da. Wir haben jetzt tatsächlich gar nicht so viel gebraucht, wie ich dachte. Aber trotzdem. Wenn sich das Ganze hier repariert, ist es auf jeden Fall von Vorteil, finde ich. So. Ja, Schleim wäre natürlich echt cool, wenn wir den irgendwie kriegen könnten. Aber die Schleim sind doch recht selten, oder? Naja, wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn wir alles gleich auf Anhieb hätten. Das wäre ja tatsächlich sehr langweilig. Okay, zweimal noch, dann haben wir es. So, blub und blub und blub. Genau, so, zack. Zack und zack. Ernten müssten wir auch bald wieder gehen, damit wir unsere Kühchen mal füttern können. Damit wir das entsprechend hochhalten. Das mache ich jetzt mal schnell. Wo wir nämlich gerade mal hier oben sind, gehe ich mal schnell Getreide ernten. Ernte ich auch gleich den ganzen anderen Kram hier. Ja, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Wo wir schon mal hier sind. Wo wir schon mal hier sind. Gehört ja einfach mit dazu. Aus dem, ach genau, eine Reise. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, ne? Ich würde gerne eine Reise machen, einfach um mal zu gucken, ob wir noch einiges Zeug von Pams Harvestcraft finden. Was wir zum Beispiel bräuchten, wäre, glaube ich. Habe ich jetzt hier gerade Wasser weggenommen? Ach, ich Idiot. Jetzt habe ich zwei Wassereimer. So. Alles wieder gut? Alles wieder gut.
Genau, Bienchen. Damit kriegen wir nämlich Honig und Wachs, glaube ich. Und dann die ganzen verschiedenen Obstsorten. Da könnten wir uns dann nämlich quasi so ähnlich wie wir es jetzt hier gemacht haben, könnten wir uns da dann nämlich Obstbäume ziehen. Dann hätten wir da auch eine schöne große Auswahl. Außerdem müssen wir uns dann auch bei Zeiten mal Gedanken machen, was für was so unser Lieblingsessen werden soll. Weil da haben wir nämlich dann auch viele Möglichkeiten, dass wir mal sagen, okay, wir gucken uns das mal an. Ich glaube, das hier ist immer noch eine Default-Textur. Naja, egal. Genau, dass wir da einfach mal ein bisschen experimentieren mit dem, was wir essen wollen. Weil es gibt so viel Stuff, Leute. Es gibt einfach so viel Zeug. Und weiß ich nicht, eine Backkartoffel oder so ist da echt noch das Geringste. In dem Zusammenhang fällt mir zum Beispiel auch ein, dass wir mal ein Schneebiom auch suchen sollten. Weil ich etwas vorhabe mit Schneebällen. Da können wir uns nämlich Shakes machen. Und dann könnten wir uns, glaube ich, habe ich schon gesehen, ein Essen machen von Pam's Harvest Craft, nämlich ein Burger mit Pommes und mit einem Getränk. Also sprich ein Menü, was man bei Burger King kriegen würde oder bei McDonald's oder wie auch immer die Fastfood-Ketten heißen. Fand ich ganz lustig, deswegen würde ich das. Wow! Das war. Habt ihr das gerade mitgekriegt, wie schnell ich in dem Wasser war? Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Das waren. Na, das Oberteil, was wir uns gebaut haben. Ich war gerade sehr flink im Wasser. Cool. Wir haben es gleich. Und dann können wir auch nochmal pennen gehen, damit es ein bisschen heller ist. Ich glaube, hier ist auch echt noch nicht hell genug, ne? Naja. Egal. So. Was wir auch lange nicht mehr hatten, ist ein Oger. Ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt einen Oger haben möchte, aber den hatten wir auch lange nicht, ne?